Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Ja, mit dieser Begrüßungsformel habe ich euch in den letzten 2,5 Jahren in mehr als 350 Videos hier regelmäßig begrüßt bei der Mission Money. Dies hier ist allerdings das letzte Video, in dem ich das nunmehr getan habe, denn wie ihr am Titel dieses Videos hier auch erkennen konntet, habe ich mich dazu entschlossen, die Mission Money zu verlassen und mich neuen Aufgaben innerhalb von Focus Money zuzuwenden. Und deswegen stehe ich auch alleine heute hier. Dieser Entschluss ist mir tatsächlich nicht leicht gefallen, ganz im Gegenteil. Es ist sogar die schwerste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Dennoch stehe ich dazu und ich möchte allen Mutmaßungen vorbeugen und ganz klar betonen, dass wir uns weder intern verstritten oder verkracht haben, noch dass ich degradiert oder gar entlassen worden bin. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es war einfach ein innerer Reifungsprozess, der in mir stattgefunden hat. Und ich persönlich bin jetzt zu der Entscheidung gekommen, dass es Zeit ist, mich wieder anderen Aufgaben zuzuwenden, dass es Zeit ist für was Neues. Warum fällt mir dieser Abschied so schwer? Das möchte ich gerne noch erklären. Zum einen, ja, ist das Projekt natürlich ein enormer Erfolg. Wir haben es geschafft, hier bei der Mission Money innerhalb von 2,5 Jahren knapp 85.000 Abonnenten aufzubauen. Wir haben mehr als 30 Videos produziert mit mehr als 100.000 Aufrufen. Und wir haben tolle, innovative, kreative Formate ins Leben gerufen, zum Beispiel Roastmar Depot oder das Börsianische Quartett. Und auf die bin ich besonders stolz, deswegen wollte ich sie nochmal herausgreifen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, in den letzten Jahren hier ein, wie ich finde, wichtiger Teil dieses Teams gewesen zu sein. Und ich wünsche dem Kanal, dem Team, alles Gute für die Zukunft. Am allerallerschwersten fällt es mir allerdings wegen euch. Denn auch wenn ich die meisten von euch persönlich nicht kenne, so habe ich doch zu euch eine Beziehung aufgebaut. Euer Lob, eure Kritik, euer Feedback, eure Resonanz, quasi eure Teilhabe an diesem Kanal, an der Entwicklung des Kanals, haben auch dazu beigetragen, dass ich mich als Persönlichkeit weiterentwickelt habe und ich bin extrem gewachsen in den letzten 2,5 Jahren und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, jetzt ist es an der Zeit, Servus zu sagen. Ich hoffe, ihr seht es genauso wie ich, dass wir eine wirklich gute Zeit miteinander hatten. Bitte lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr das genauso seht wie ich. Bleibt dem Kanal bitte treu. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu kommen wird. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ciao.